Medienpreis der Deutschen Umwelthilfe geht in diesem Jahr an die ZDF-Reihe Die Anstalt. Und zwar für die Sendung zum Thema Auto. Der Autor dieser Kabarettshow heißt Dr. Dietrich Kraus. Er wohnt in Stuttgart und hat uns für die heutige Kundgebung eigens ein persönliches Grußwort verfasst. Und weil Dietrich Kraus schon wieder unterwegs ist, trage ich es jetzt in seinem Auftrag vor. Achtung, Satire, gut zuhören. Die TV-Satire hat im Sommer Sendepause, die Realität leider nicht. Die Wirklichkeit produziert im Gegenteil gerade dann regelmäßig die schönsten Anlässe. Damit sich die politischen Verhältnisse nicht so alleingelassen fühlen, schnell etwas Realkabarett. Nach den Ausschreitungen von Hamburg waren sich Politiker aller Parteien von grün bis christlich einig, die Straße ist kein rechtsfreier Raum. Gegen Autonome muss mit aller Härte vorgegangen werden. Ihre Straftaten dürfen nicht verharmlost werden, sonst messen wir mit zweierlei Maß. Heiko und all die anderen. Und das sind sehr gute Stichworte, die wir gerne aufnehmen. Wir haben da lediglich ein paar Fragen. Wenn wir gegen straffällige Autonome konsequent vorgehen können, warum lassen wir dann all die straffälligen Autonamen gewähren? Und wenn wir mit aller Härte einschreiten gegen gewalttätige Ausschreitungen auf der Straße, warum sehen wir dann illegalen Ausscheidungen auf unseren Straßen tatenlos zu? Sie sagen, man sollte nicht mit dem gefährlichen großen schwarzen Block auf die Straße gehen. Man weiß schließlich, wie das ausgeht. Vielleicht sollten wir dann auch aufhören, jeden Tag mit gefährlichen großen schwarzen Motorblocks auf die Straßen zu fahren. Wir wissen ja schließlich, was da hinten rauskommt. Sie erlassen Demonstrationsverbote für ganze Innenstädte, wenn die Sicherheit von Politikern gefährdet ist. Aber obwohl die Gesundheit der Bürger nachweislich gefährdet ist, gibt es bis heute kein Fahrverbot für Diesel. Die Straße, frage ich, darf kein rechtsfreier Raum sein? Tatsächlich ist sie das in Deutschland jeden Tag. Denn hier darf jeder nach Belieben gegen Umweltrecht verstoßen. Sie pochen auf das Vermummungsverbot bei Autoanzündern. Aber sie lassen es zu, dass Autohersteller massenhaft gegen das Verdummungsverbot verstoßen. Die Rechtfertigungen der Autonomen mit und ohne Räder sind gleichermaßen Hanebüchen. Wir halten uns ja an die Regeln. Gut, nicht überall, aber im eigenen Viertel, sagt ein Sprecher der Roten Flora. Wir halten uns ja an die Regeln. Gut, nicht auf der Straße, aber im Labor, sagen die Sprecher von Daimler und Co. Was können wir dafür, dass die Leute partout an der Straße wohnen wollen und nicht im Labor? Schuld sind immer die anderen, wenn die Autonomen das Recht brechen. Ich bin nicht verantwortlich. Mein Auto ist nicht zu dreckig. Der Grenzwert ist zu niedrig. Ich stoße nur bei extremen Temperaturen giftige Abgase aus. Also unter 18 Grad. Haben Sie schon mal einen Polizeichef gesehen, der Steinwerfer gewähren lässt, sobald die Temperatur unter 18 Grad sinkt? Das ist keine Gewalt, das ist Selbstschutz, sagen die Autonomen in Hamburg. Das sind keine Betrügereien, das ist Motorschutz, sagen die Autonomen in Stuttgart. Und die Gesundheit des Motors ist natürlich wichtiger als die Gesundheit der Bürger. Und jetzt heißt es, im Kampf gegen die Globalisierung dürfen Linke und Grüne nicht gemeinsame Sache machen mit Straftätern.
Warum aber dürfen Regierungsparteien im Kampf für Weltmarktanteile Autofirmen beim Abgasbetrug unterstützen? Genauso schlimm wie die Chaoten, so haben wir gelernt, sind die, die ihr Tun verharmlosen und sich nicht klar von ihnen distanzieren. Gut, reden wir mal von der politischen Sympathisantenszene, die die Autobetrügereien stillschweigend akzeptiert. Warum sollte man die Villa Reitzenstein und das Kanzleramt anders behandeln als die Rote Flora? Hier werden die Rechtsverstöße geplant, behauptet die Polizei. Und was bitte macht das Verkehrsministerium? So sieht die ganze Härte des Gesetzes aus, wenn es ums Auto geht. Wer doppelt so viel Stickoxid ausstößt wie erlaubt, ist unauffällig. Wer mehr als 300% drüber liegt, mit dem suchen wir das Gespräch. Und die ganz schlimmen Stinker, die kriegen ein Software-Update, dann sind sie sauber, nämlich juristisch. Eine Kabarett-Sendung hat mal gefragt, wird hier Kriminalität bekämpft oder organisiert? Und tritt eigentlich die Staatsgewalt jetzt überall so sensibel auf? Durchsage der Polizei, werfen Sie nur eine Flasche, wird euch nichts passieren. Bei 3 Flaschen müssen wir reden und ab 8 gehen wir gemeinsam zur Verkehrserziehung. Das heißt, hunderte verletzte Polizisten und Demonstranten in Hamburg verlangen eine klare politische Reaktion. Und tausende Tote pro Jahr durch Stickoxid in der EU? Was erfordern die? Kein Eingreifen der Staatsgewalt? Nun, außer Moos, nichts los. Sie wissen, was ich meine. Nichts los auch bei den Grünen. Bei der grün geführten Regierung in Baden-Württemberg. Denn schließlich leben ja hier immer noch viel mehr vom Diesel als durch ihn sterben. Da helfen keine Verbote, sagt Kretschmann. Doch, nur die Grünen, die helfen nicht mehr. Dieser Ministerpräsident sagt stattdessen wörtlich, ich habe mir Diesel gekauft, weil ich es für richtig halte. Ich wohne auf dem Land, meine Frau muss weit zum Enkel fahren. Ich habe auch einen Anhänger. Neulich habe ich von meinem Enkel eine Tonne Sand geholt. Da brauche ich einfach ein scheiß Auto. Ja. Wer so einen Ministerpräsident hat, meine Damen und Herren, braucht keine Autolobby mehr. Und womöglich braucht dieser Ministerpräsident den Sand, um ihn den Bürgern in die Augen zu streuen. Die Trick raus! Vielen Dank!